Hallo und herzlich willkommen zu unserer Magazinsendung über den Ehrenamtstag 2023. Wir senden heute live aus dem OK-Weinstraße-Studio in Hasloch, das glücklicherweise mitten im Veranstaltungsgebiet liegt. Wir freuen uns, dass unser Signal von zahlreichen Partnern auf vielen OK-Plattformen landesweit verbreitet wird. Seit heute Morgen sind wir mit zahlreichen EB-Teams auf der Veranstaltung unterwegs und unsere Schnittplätze laufen noch immer auf Hochtouren. Als einer der ersten Gäste war heute Bürgermeister Tobias Meyer bei uns im Studio und hat sich mit meinem Kollegen Nico Götz über die Veranstaltung unterhalten. Ich bin hier im Studio mit dem Haslocher Bürgermeister Tobias Meyer. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie da sind. Herr Meyer, Hasloch hat ungefähr 21.000 Einwohner und ist somit das größte Dorf in Deutschland. Und der 20. Ehrenamtstag ist dieses Jahr in Hasloch. Welche Bedeutung hat es für Sie als Bürgermeister? Wir haben uns lange auf diesen Tag heute vorbereitet. Wir waren froh, dass die Stadtkanzlei Hasloch ausgewählt hat für diesen Termin. Wir sind deswegen froh, weil Hasloch bei den 21.000 Einwohnern über 120 Vereine hat. Und das ist eine ganz bemerkenswerte Zahl, vor allen Dingen auch, wenn man es in die Relation zu den Einwohnern stellt. Und es gibt ja wirklich eine große Vielfalt an Vereinen, Sportvereine, Kulturvereine. Es gibt wirklich in Hasloch nahezu nichts, was es nicht gibt. Und das zeichnet Hasloch natürlich aus. Hasloch ist ein ganz besonderer Ort dafür und wir sind froh. Deswegen, dass dieser Ehrenamtstag bei uns hier in Hasloch ist. Und ich glaube, es ist auch wirklich, passt gut zu Hasloch. Und wenn ich mir außerhalb dieses Studios draußen auf den Straßen ansehe, wie viele Menschen zum heutigen Tag gekommen sind, dann kann ich nur sagen, ich glaube, es war eine richtige Entscheidung. Und ich bin froh, dass wir das hier heute bei so schönem Wetter ausrichten dürfen. Ja. Sie haben gerade eben gesagt, 120 Vereine in Hasloch, das ist schon eine bemerkenswerte Zahl für ein Dorf. Was bedeutet Ehrenamt für Sie? Naja, es gibt für mich ganz unterschiedliche Formen auch von Ehrenamt. Also zum einen ist Ehrenamt alles andere als selbstverständlich. Damit geht es eigentlich los. Das hat die Kirchenpräsidentin heute Morgen auch in ihrer Predigt nochmal schön auch zusammengefasst. Das war wirklich sehr bemerkenswert. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo so ein bisschen mehr das Herz brennt, wo man sagt, oh, da müssen wir eigentlich auch gut drauf aufpassen. Sportvereine, Kulturvereine, solche Sachen, das ist so für mich das eine. Wo wir ein großes Augenmerk auch drauf haben müssen, ist das Thema Blaulichtfamilie, Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz. Da müssen wir auch schauen, dass wir dort den Nachwuchs haben. Wir in Hasloch sind da gut aufgestellt. Ich bin da sehr, sehr dankbar auch, dass im Bereich der Feuerwehr auch beim Roten Kreuz so viel getan wird in Hasloch. Aber wir merken ja auch übers Land verteilt, dass es schwierig wird, an anderen Stellen noch Personen zu finden, Engagierte zu finden, die beispielsweise im Bereich der Feuerwehr aktiv sein wollen. Und deswegen müssen wir gerade im Bereich Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz, bei der Blaulichtfamilie an sich im Jugendbereich, da müssen wir sehr genau darauf achten, dass wir da auch gut aufgestellt sind, auch mit Blick auf die kommenden Jahre. Ja, also ich sag mal so, der landesweite Ehrenamtstag ist natürlich jetzt keine gewohnte Situation für das Dorf Hasloch. Ich sage jetzt als Beispiel mal, das Andexer Bierfest ist eine Veranstaltung, die kommt jedes Jahr wieder, wo auch grob die gleichen Abläufe geschehen. Jetzt ist es natürlich eine Ausnahmesituation, aber wie zeitintensiv und schwierig waren denn die Vorbereitungen auch für Ihre Mitarbeiter? Also Sie sagen ja schon, und das ist ja auch richtig, das steht und fällt mit den Mitarbeitern, die man hat. Und die Zusammenarbeit auch natürlich mit der Staatskanzlei war ganz besonders wichtig und das ist uns sehr, sehr gut gelungen, dieses Know-how, das die einen haben, das die anderen haben, auch zusammenzubringen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Mein Team hat wirklich sehr viel gearbeitet in den letzten Monaten, um diesen Tag auch so zu gestalten. Wir alle wissen, Großveranstaltungen in dem Umfang sind auch intensiv, was Verwaltungsabläufe angeht. Sicherheitskonzepte müssen entwickelt werden. Da ist einiges zu tun und ich bin wirklich stolz und dankbar, dass unsere Mitarbeiter das auch so toll hinbekommen haben. Natürlich, es ist nochmal was Besonderes, aber wir profitieren natürlich auch von den Veranstaltungen, die wir ansonsten organisieren. Weihnachtsmarkt, Andexer Bierfest, Weinfest, Sommertagsumzug, das sind ja alles Veranstaltungen, die wir auch ohnehin machen. Insofern können wir natürlich auch auf Bewährtes zurückgreifen. Ja. Danke, dass Sie da waren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank, gerne. Ja, dieses Interview haben wir am frühen Nachmittag aufgezeichnet.
aber auch schon gestern am Vorabend des Ehrenamtstages war einiges los in Hasloch. Hajo Walz, Maximilian Gall, Ernst Lindenschmidt und Simone Kölsch waren bei der Sportlerehrung der Gemeinde Hasloch. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Sportlerehrung 2023. Als Dezernent für Sport und Kultur begrüße ich alle, die der Einladung zur Auftaktveranstaltung des landesweiten Ehrenamtstages gefolgt sind. Denkt man bei Cheerleader und jetzt steht da ein Mann. Bitte ich mal ganz kurz um Aufklärung. Ja, also Cheerleading ist natürlich nicht nur was für Frauen. Cheerleading ist ein sehr vielseitiger Sport. Die jetzt hier waren, die haben es gesehen. Ne? Akrobatische Anteile haben wir viele. Wir haben turnerische Bestandteile. Was man aus dem Fernsehen kennt, College Cheerleading, das ist was anderes wie das, was wir hier betreiben mit dem Wettkampfsport. Und es macht einfach jedem Spaß, von jung bis alt. Wir kommen jetzt zunächst zur Mannschaft des Jahres. Und da haben wir die erste Damenmannschaft der TSG Hasloch. Ja, kommt dazu. Macht mal so einen Kreis so ein bisschen. Jeder anpacken, auf. So, guck mal, wie das aussieht. Viel besser. Oi. So muss das sein, jawohl. Wir kommen zum Sportler des Jahres. Er kommt vom Verein Champions Karate Hasloch e.V. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an Florian Haas. So, nochmal herzlichen Glückwunsch. Hebt deinen Preis mal nach vorne, damit alle ihn sehen. Florian, erstmal herzlichen Glückwunsch für deine Goldmedaille, die Hasslocher Goldmedaille gekriegt hast. Erklär uns doch mal bitte, für was du die gekriegt hast. Ja, also ich mache Karate und habe da letztes Jahr den deutschen Meistertitel gewonnen, eine Bronzemedaille bei einem Weltcup-Turnier und auch die Bronzemedaille bei einer Europameisterschaft. Ja, und dafür wurde ich heute geehrt. Und weiter geht's mit der Sportlerin des Jahres. Sie kommt vom LC Hasloch. Teilnahme Deutsche Jugendmeisterschaft im Stabhochsprung. Herzlichen Glückwunsch, Rebecca Berlin. Und der Papa kommt zu uns auf die Bühne. Sie ist in Urlaub und bekommt ihren Preis dann später überreicht. Wir sagen herzlichen Glückwunsch trotzdem an den erfolgreichen Papa. Weiter geht es mit der Sport-Ehrennadel in Gold. Herzlichen Glückwunsch an Helmut Alexander, Egbert Best, Rita Best. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an Gustav Knappek. Genau, jetzt gibt es nochmal ein Foto mit den neuen Trägern der Sport-Ehrennadel in Gold. Nochmal ein Riesenapplaus. Herausragende sportliche Leistungen gewürdigt. Und danach haben die dicken Kinder aus Landau richtig für Stimmung gesorgt. I was born in the USA. I was
Ja, gute Stimmung und ordentlich was los. So ist es heute auch auf der Sportaktionsfläche auf dem Jahnplatz. Eigentlich wäre jetzt eine Live-Schalte geplant, aber ich höre gerade von unserer Regie, dass das Signal nicht stabil ist. Deshalb springen wir direkt in die Aufzeichnung. Stefan Glöckler, Maxi Gall, Marco Schutzius und Thiel Zerscher haben dort noch einmal einen Beitrag zusammengestellt. Ja, hallo, mein Name ist Jürgen Ries und ich bin der erste Vorsitzende des Judo, Jiu-Jitsu und Karate-Clubs hier in Hasloch, kurz ausgesprochen JJJKC. Was kann man heute bei uns erleben? Erstmal per se überhaupt das Vereinsleben. Es sind relativ viele Leute heute da und wir werden um 14.30 Uhr eine kleine Aufführung machen mit einigen Würfen im Bereich Selbstverteidigung und einfach mal so zeigen, was so unsere Sportarten, in Summe haben wir 4 Stück, die wir anbieten im Verein, so anbieten. Also wie der Name schon verrät vom Verein, wir bieten Judo an, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu ist Selbstverteidigung, Karate und seit knapp 2 Jahren haben wir auch Ninjutsu, was auch unter anderem mit Stockkampf zu tun hat. Und der Vorteil bei uns im Verein ist, alle Sportarten haben zu einem gewissen Grad eine gewisse Ähnlichkeit. Viele Würfe im Judo oder aus dem Jiu-Jitsu sind im Judo drin. Dritte Schläge, wie man es aus Karate kennt, ist im Jiu-Jitsu drin und so weiter. Also man kann auch bei uns im Verein frei zwischen den Sparten wechseln und das gibt hier bei uns eine richtig schöne große Fläche, in der man sich dann auch sportlich austoben kann, sowohl als Freizeitsportler und auch vor allem mit Blick auf Judo auch Wettkämpfe. Und im Bereich Judo sind wir auch einer der wenigen Kaderstützpunkte in Rheinland-Pfalz für Judo. Also die Situation im Verein ist positiv ausgedrückt, gut. Wir haben im Bereich Judo einen sehr, sehr guten Zulauf. Wir haben sogar im Bereich der Kinder Warteliste. Wir haben in den anderen Sportarten auch eine stabile Basis. Wir haben auch Corona sehr, sehr gut managen können, auch dank der tollen Mitglieder, die wir haben, die uns wirklich auf die Stange gehalten haben. Wir haben aber natürlich auch die klassischen Probleme wie viele andere Vereine. Wir bräuchten Trainer, wir benötigen manchmal auch ein bisschen mehr finanzielle Mittel, weil wir haben ein eigenes Vereinsheim, was uns viel, viel, viel hilft, was uns auch in Zeiten wie Corona geholfen hat, dass wir unser Training zum gewissen Grad schneller wieder aufnehmen konnten, als wenn wir auf öffentliche Gebäude angewiesen wären. Aber so etwas kostet halt eben auch Geld und Zeit. Es wird sehr, sehr viel bei uns durch ehrenamtliche Tätigkeiten gemacht, aber es ist ein offenes Geheimnis. Wir haben die gleichen Probleme, die gleichen Thematiken wie viele Vereine, dass halt eben die Ehrenamtlichen nur bis zu einem gewissen Grad zur Verfügung stehen und auch nur immer wieder ein relativ starker, harter Kern. Ja, beim Ehrenamtstag ist selbstverständlich auch die Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor Ort. Stefan Glöckler, Maxi Gall, Marco Schutzius waren bei der Eröffnung und im Anschluss habe ich die Gelegenheit genutzt und kurz mit ihr gesprochen.
Das Herz von Rheinland-Pfalz schlägt in diesem Augenblick in Hasloch. Ein Dorf feiert. Herzlich willkommen zum 20. landesweiten Ehrenamtstag. Einen wunderschönen guten Morgen in Hasloch. Ja, ganz offiziell eröffnen. Und dazu begrüßen wir auf der Bühne sozusagen die Gastgeberin, die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Herzlich willkommen. Dann begrüßen wir recht herzlich den Bürgermeister von Hasloch, Tobias Meyer. Als Ministerpräsidentin bin ich wahnsinnig stolz darauf, dass wir Ehrenamtsland sind. Und dafür will ich mich aus Herzen bedanken. Wir wollen Ihnen allen zeigen, dass hier im Land das Ehrenamt etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Und deshalb ein großes, großes Dankeschön. Da schließen wir uns an. Frau Dreyer, das Ehrenamt hat jetzt nicht immer nur leichte Zeiten hinter sich gehabt. Stichwort Corona, demografischer Wandel. Da war ja doch auch einiges los in den letzten Jahren, was vielleicht nicht so einfach war. Was tut das Land Rheinland-Pfalz, um Ehrenamtliche zu unterstützen? Es gibt ja da ganz spannende Konzepte. Ja, das ist so. Und man muss zunächst mal sagen, ja, die Zeiten sind herausfordernd und sie waren auch für das Ehrenamt sehr herausfordernd. Und trotzdem haben viele Ehrenamtler immer wieder gezeigt, ja, wir packen trotzdem an. Gerade in Zeiten der Krise ist der Zusammenhalt eben ganz besonders wichtig. Und ja, das begann in der Pandemie, wo wir natürlich Notprogramme aufgelegt haben, dass kein Verein uns verloren geht hier in diesem Land. Aber wir haben vor allem unsere Leitstelle für Ehrenamt und Bürgerbeteiligung. Und da machen wir eigentlich Arbeit in so drei Säulen, sage ich immer. Die erste Säule ist das große Dankeschön. Und es drückt sich natürlich am Ehrenamtstag aus. Aber wir haben beispielsweise auch die Ehrenamtskarte, auf die wir ja nachher zu sprechen kommen, die jetzt schon so viele Bürger und Bürgerinnen innen haben als großes, großes Dankeschön. Wir haben aber auch Preise, den Brückenpreis beispielsweise, den es schon so lange gibt und immer wieder Menschen sich darauf bewerben. Und wir haben auch Anerkennung durch Landesorden. Und an der Stelle will ich auch hinzufügen, es sind so viele Frauen im Ehrenamt aktiv, aber wir haben so viele männliche Vorschläge. Und es wäre mir doch ein Herzensanliegen, dass auch die Frauen zum Zug kommen bei den Ehrungen. Also wenn Sie eine Frau finden, die sagen, ach, die sollte unbedingt mal geehrt werden, schlagen Sie die Männer auch vor, aber vor allem auch ein paar Frauen, damit wir irgendwann mal in Gleichklang kommen, was die Ehrungen betrifft. Ja. Das sehen die Haslocher genauso. Ja, und die zweite Säule ist, wir fördern im Ehrenamt. Das sind zum Beispiel die Ehrenamtsbörsen, die wir auch finanziell fördern. Wir haben auch immer wieder Projekte, die wir fördern. Und das dritte ist, wir unterstützen das Ehrenamt. Und da haben wir beispielsweise viele, viele Fort- und Weiterbildungsangebote. Dinge, die man machen muss, aber nicht so gerne tut. Zum Beispiel, wie klappen das mit dem Vereinsrecht, mit dem Datenschutz und all so Sachen. Da machen wir Fortbildungen. Wir bieten aber auch an technische Unterstützung für die Digitalisierung. Der OK, der ist ja heute auch wieder vertreten, ist die Verleihstation von Technikausrüstung für alle Vereine, die Lust haben, sich stärker zu digitalisieren. Und dort kriegt man auch eine Fortbildung. Da wird gezeigt, wie das alles funktioniert und was man daraus machen kann. Und anderer Punkt, ich bin dabei. Wir wollen umgestalten und anders vielleicht arbeiten, als das früher der Fall war. Und ich glaube, dass sich unsere Landschaft in diesem Sinne auch sehr gut fortentwickelt. Also es gibt viel zu erfahren. Das sind die drei Säulen, wo wir unterstützen als Landesregierung. Und ich muss jetzt aufpassen, weil ich könnte ewig weiterreden. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren. Wir haben uns natürlich sehr vorbereitet. Wir waren erstmal sehr dankbar, dass wir den Zuschlag für diesen Tag bekommen haben. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Für die Ministerpräsidentin ist es ja nahezu ein Heimspiel. Sie sind in Lachen-Speyerdorf groß geworden. Das ist nicht so weit weg von hier. Und insofern hoffen wir, dass Sie sich auch zu Hause fühlen bei uns. Und ja, Hasloch ist ein großes Dorf, das größte Dorf Deutschlands. Ungefähr 22.000 Einwohner. Und wir haben 120 Vereine hier. Über 120 Vereine. Und das ist, finde ich, eine sehr stattliche Zahl. Und von daher ist es absolut richtig, wenn ich das so bescheiden sagen darf, dass dieser Tag heute in Hasloch stattfindet. Und ich bin sehr froh, dass so viele gekommen sind. Sie haben
Ja, guten Morgen, Frau Dreyer. Schön, dass Sie sich kurz Zeit für dieses Interview nehmen. Aber sehr gerne, für den OK immer. Schönen guten Morgen. Das freut uns. Ja, Sie haben gerade den Ehrenamtstag 2023 hier in Hasloch eröffnet. Welche Bedeutung hat denn dieser Tag für Sie ganz persönlich? Ja, es ist einer der sehr schönen Tage hier in Rheinland-Pfalz, weil wir diesen Tag dem Ehrenamt widmen. Als großes Dankeschön für die ganzen Menschen, die in unserem Land aktiv sind. Und der Tag ist voller Begegnung, voller Unternehmungen, also sehr schön. Ja, das Ehrenamt hat eine große Bedeutung für das Flächenland Rheinland-Pfalz. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Aber warum glauben Sie, dass ausgerechnet in unserem Bundesland die Bürgerinnen und Bürger an der Spitze des ehrenamtlichen Engagements stehen? Ja, ein bisschen, glaube ich, ist es schon unsere Mentalität, dass uns eben nicht egal ist, wie es eigentlich ja in der Gemeinde aussieht, wie es in der Schule, im Kindergarten, was kann man nebenher noch tun, wie es den Menschen geht, wie man sich ökologisch engagieren kann. Also die Menschen haben ein großes offenes Herz und sie haben auch den Impetus zu sagen, wir packen mit an. Und das ist schon Mentalität in Rheinland-Pfalz. Wir tun aber auch viel für das Ehrenamt, sowohl kommunal als auch auf Landesseite. Und alles zusammen bringt uns dann dazu, dass wir sehr viele Menschen im Land haben, die ehrenamtlich aktiv sind. Ja, der Ehrenamtstag ist ja an jedem Ort ein wenig anders. Auch wenn das Grobkonzept sicher immer gleich ist. Was ist denn hier in Hasloch heute die Besonderheit? Naja, die Mentalitäten unseres Bundeslandes, die kriegt man schon auch zu spüren auf einem solchen Tag. In Hasloch wird ja auch sehr, sehr gerne gefeiert. Hier ist auch so die Pfälzer Mentalität wirklich sehr präsent. Natürlich die Ehrenamtler, die kommen und reisen durchs ganze Land und sie präsentieren sich insgesamt. Aber Pfalz spielt hier an diesem Ehrenamtstag dann eben auch eine besondere Rolle. Ja, wir haben es eben schon bei der Eröffnung gehört. Es ist unheimlich viel geboten heute. Es gibt unheimlich viel zu sehen. Was steht für Sie heute noch auf dem Programm? Na, jetzt nach der Eröffnung und diesem wirklich sehr schönen ökumenischen Gottesdienst geht es jetzt erstmal los. Ich gehe auf die Blaulichtmeile. Das ist immer sehr schön, die Helfer und Helferinnen zu begrüßen, ihnen zu danken für ihr großes Engagement. Und dann gehe ich eben auf die anderen Meilen, die wir hier haben. Das heißt, ich besuche eigentlich, wenn es irgendwie geht, und es geht eigentlich immer, jeden Stand, der hier aufgebaut ist. Und dann gibt es noch die große Sendung vom SWR, das große Dankeschön zum Ehrenamt. Ja. Das klingt alles spannend. Jetzt schon mal viel Spaß dafür. Aber verraten Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch, wo der Ehrenamtstag nächstes Jahr stattfinden wird? Ja, nächstes Jahr findet der Ehrenamtstag in Bitburg statt. Und ich kann heute auch schon alle Menschen einladen, in die Eifel zu fahren. Ich habe es eben zu den Haslochern gesagt. Ist auch ganz schön, ich komme ja selbst aus der Pfalz, wenn man dann auch ab und an mal in einen anderen Teil unseres Bundeslandes fährt. Und es ist wirklich auch sehr attraktiv, in der Eifel zu feiern. Insofern, heute werden wir Hasloch total genießen. Und nächstes Jahr hoffen wir, dass ganz viele Menschen in die Eifel kommen. Super, da freuen wir uns heute schon drauf. Jetzt erstmal viel Spaß in Hasloch, Ihnen einen abwechslungsreichen Tag und vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen und viele Grüße an die Okala, denn auch das ist Ehrenamt, das will ich unbedingt noch sagen. Bürgerfernsehen der besten Qualität, und es ist einfach toll, dass es das gibt in unserem Land. Das richten wir gerne aus. Ja, neben dem Bühnenprogramm und den Aktionsflächen gibt es natürlich auch beim diesjährigen Ehrenamtstag den Marktplatz Ehrenamt, bei dem sich über 55 Organisationen vorstellen. Luzi Zefus, Nikola Kaczrowska und Johannes Müller haben sich bei den Selbsthilfegruppen und medizinischen Themen umgehört. Wir sind hier auch am Stand, beim Rheinland-Pfälzischen Multiple Sklerose-Verband. Und wollen informieren, wie es sein kann, wenn man MS hat. Man probiert einmal mit dem Rollstuhl hier etwas rumzufahren, weil allein ein Kugelschreiber reicht aus, um schon die Fahrt außer Kraft zu setzen. Ich bin Karin Madan, ich bin von der MS-Selbsthilfegruppe Schifferstadt. Bin selber von MS betroffen, schon seit über 20 Jahren. Und weiß am besten, wie es mit der Grobmotorik und der Feinmotorik uns so geht. Daraufhin hat mein Sohn uns mal den Vorschlag gemacht, er baut uns eine Motorikschleife. Man sieht es auch, das M und das S, das ist so praktisch der heiße Draht. Da kann man am besten die Feinmotorik der Hände feststellen. Aber es ist nicht nur die Feinmotorik, auch Konzentration und was man alles so dazu braucht für so Sachen. Ansonsten leite ich die Gruppe in Schifferstadt. Unsere Gruppe gibt es auch schon seit 40 Jahren. Und wir kommen alle mit unserer Krankheit gut zurecht, sehen das alles positiv immer.
Aber soll ich Ihnen mal was sagen? Ich mache Ihnen mal einen ganz anderen Vorschlag. Ja, bitte. Sie gucken mal, vielleicht im Altenheim in der Nähe. Ja. Sie können dort eine Gruppe gründen. Sie nehmen sich da mal so... Ja, aber da muss nein, wir, wir uns sein. Vor als Gruppe, grüne Damen und Herren. Wir gehen sowohl in die Altenheime, machen Ehrenamt, oder auch in den Krankenhäusern. Wir machen das ehrenamtlich, unentgeltlich. Wir sind immer noch bestrebt, wir bräuchten Nachwuchs auf allen Ebenen, sowohl in den Altenhäusern, auch in den Krankenhäusern. Ja, die Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz gibt es jetzt schon seit 30 Jahren. Und dass wir immer noch aktiv sind und immer noch gebraucht werden, zeigt, dass sich auf dem Gebiet der Demenzerkrankung zwar schon viel Positives getan hat, aber nicht so viel, dass man uns eben nicht mehr brauchen würde. Menschen mit Demenz, das ist eine ganz komplexe Erkrankung, die ja nicht heilbar ist. Und wir bieten Menschen mit Demenz Hilfestellung, Hilfe zur Selbsthilfe, und vor allem begleiten wir auch die Angehörigen, die ja bei diesem Erkrankungsbild oft ganz besonders belastet und gefordert sind. Ja, mit unserem Demenzpräventionsprojekt möchten wir ja Menschen erreichen, möglichst früh in ihrem Leben, aber zu jeder Zeit kann man anfangen, was gegen eine Demenz zu tun, auch über die Gehirngesundheit nachzudenken. Und es gibt ganz viele Risikofaktoren, die, wie zum Beispiel Bewegungsmangel oder zuckerreiche Ernährung oder dass man geistig inaktiv ist oder sich sozial zurückzieht. Und als Erinnerung geben wir gerne diese hübschen Steine, das sind Erinnermichsteine, mit und sagen dazu, geben Sie diesem Stein eine Aufgabe, die in Ihrem Leben wichtig ist, die Ihnen hilft, dass Sie sich wohler fühlen. Zum Beispiel sagen Sie, ich möchte dreimal die Woche gerne walken gehen oder nicht so viel Schokolade essen. Und dann legen Sie diesen Stein sichtbar hin und er wird Sie immer an diese eine Aufgabe erinnern. Also pro Stein nur eine Aufgabe, weil sonst ist das zu viel, und das muss konkret sein und es muss schaffbar sein, das Ziel. Aber dann tun Sie für Ihr Leben, in Ihrem Leben, einen ganz wichtigen Schritt hin zu mehr Gesundheit, zu mehr Wohlbefinden und auch einen aktiven Schritt in Richtung Demenzprävention. Ja, so viel zum ersten Einblick in den Marktplatz Ehrenamt. Dieser wird durch die Blaulichtmeile ergänzt. Mein Kollege Nico ist dort vor Ort und hat sein Team dabei, und wir schalten auch gleich live dorthin. Dort sind THW, das Rote Kreuz, die Malteser, das DLRG, alle Hilfs- und Rettungsorganisationen vertreten. Die stellen dort ihre Fahrzeuge aus. Und was dort sonst noch los ist, das hören wir jetzt gleich von dir, lieber Nico. Steht die Verbindung schon? Noch ein bisschen. Wir gehen auf die Kamera 6. Okay, wir zeigen kurz in der Zwischenzeit, was bei uns in der Leo-Löb-Straße so los ist. Das ist direkt vor unserem Studio. Liebe Zuschauer, Sie sehen, die Veranstaltung ist extrem gut besucht. Viele interessierte Bürgerinnen und Bürger besuchen den Marktplatz Ehrenamt, informieren sich bei den Organisationen über Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, und was die Organisationen mitgebracht haben an ihren Stand. Ja, und sobald unsere Verbindung steht, schalten wir live zur Blaulichtmeile. Dort steht Nico Götz mit unserem mobilen Kamerateam, und wir sehen, was dort los ist. Ich stehe gerade hier vor der Blaulichtmeile und ich muss sagen, hier geht wirklich die Post ab. Hier ist alles vertreten. Die Polizei ist da, die Feuerwehr ist da, das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, die Wasserrettung. Und bitte vergebt mir, wenn ich jemanden vergessen habe. Rechts neben mir ist auf jeden Fall die Wasserrettung, die mit Cola-Kisten stapeln, wo die Kinder draufklettern dürfen. Schon mal fleißig die Kinder begeistert. Und ich persönlich finde es sehr, sehr schön, denn alles, was Richtung Rettungsdienst und generell Katastrophenschutz geht, ist ein sehr, sehr ehrenhafter Beruf.
Beruf und muss natürlich weiterhin gefördert werden. Und so bekommen natürlich auch die Kleinsten schon von Anfang an das Interesse an solchen Ausbildungsberufen oder Berufen oder Ehrenämtern beigebracht. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall auch hier mal vorbeizulaufen. Wie gesagt, es ist alles dabei, von Polizei bis zur Wasserrettung. Also ich glaube, für jeden ist auf jeden Fall was dabei. Ja, das war Nico Götz live von der Blaulichtmeile beim Ehrenamtstag dieses Jahr in Hasloch. Stefan Glöckler, Maxi Gall und Marco Schutzius haben noch einmal zusammengefasst, was dort sonst so zu sehen war. Wir präsentieren uns hier heute als Freiwillige Feuerwehr Hasloch, aber auch generell die ehrenamtliche Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Großzahl der Feuerwehren in Deutschland sind freiwillige Feuerwehren, die rein aus dem Ehrenamt betrieben werden. Und wir möchten heute hier auf dem Ehrenamtstag Leute begeistern, sich ehrenamtlich zu engagieren, für die Gesellschaft was zu tun. Und da ist die Feuerwehr immer ein guter Ansprechpartner. Und wir versuchen hier unsere Arbeit darzustellen und die Leute zu begeistern. Die Freiwillige Feuerwehr ist offen für alle Bürger der Gemeinde. Wir sind momentan 80 Mitglieder, aktive Mitglieder. Und wir versuchen, Leute zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wir haben eine Jugendfeuerwehr, dass wir die auch schon Kinder im frühen Alter für die Feuerwehr begeistern, dass wir dadurch unseren Nachwuchs gewinnen, sind aber tatsächlich in der Lage, im Moment unsere Einsatzfähigkeit stabil zu halten. Wir haben aber, wie viele Vereine im Ehrenamt, Bedenken, dass es zukünftig schlechter werden könnte. Am Stand von der DLRG kann man alles über die DLRG erfahren. Das geht los vom Schwimmen lernen bis zum Rettungsschwimmer. Dann kann man weitermachen in die Sparte des Rettungsdienstes. Man kann sämtliche Ausbildungen machen als Einsatztaucher, als Einsatzbootsführer, Rettungsbootsführer. Man kann die ganzen Grundausbildungen, die man allgemein für den Katastrophenschutz braucht, bei uns ablegen. Also die Aufgaben, die wir haben, sind sehr vielseitig. Es gibt ja viele Ortsgruppen, ja, wo die DLRG heimisch ist. Dann kann man sich an die eigene Ortsgruppe wenden, dort wo man wohnt. Oder man kann sich halt schlau machen im Internet, wer auch was die Ortsgruppen selbst ausbilden, ob sie irgendwo auch im Rettungsdienst oder im Katastrophenschutz ständig sind. Und da kann man sich dann auch die einzelnen Aufgaben raussuchen. Ja, also auch bei den Rettungsaktionen, Rettungsorganisationen ist allerhand geboten. Damit eine Veranstaltung wie diese überhaupt stattfinden kann, ist einiges an Vorbereitung erforderlich. Und es braucht natürlich auch einige Arbeiten im Vorfeld. Dazu war heute Mittag Steffen Bungert von der Leitstelle Ehrenamt bei uns im Studio. Ich bin gerade im Studio mit dem Herr Bungert. Schön, dass Sie da sind, Herr Bungert. Herr Bungert, Sie sind Referent der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Und ich würde mal sagen, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Sie sind einer der Männer, die seit Wochen und Monaten hoffen, dass heute alles glatt läuft. Und das wünschen wir uns und Ihnen natürlich auch. Herr Bungert, was ist denn die Leitstelle Ehrenamt und welche Aufgaben hat sie? Ja, die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei ist, wir sagen, eine Servicestelle. Mhm. Und zwar eine Servicestelle für die vielen ehrenamtlich Tätigen,
die sich bei uns erkundigen können, wie sieht es aus mit dem Versicherungsschutz beispielsweise, den ich im Ehrenamt habe. Wann werde ich freigestellt für gewisse Tätigkeiten? Wir fördern Ehrenamtliche, wir bieten viele Dinge an, die das Arbeiten im Ehrenamt ein bisschen erleichtern sollen. Also all die Fragen, die sich rund um das Ehrenamt drehen, das wird bei uns beantwortet. Sehr schön. Wie lange arbeiten Sie eigentlich schon an den Vorbereitungen für den Tag heute? Ja, wir sind intensiv eingestiegen im März dieses Jahres und dann ging das wirklich bis vor 2 Wochen. Immer mal wieder und das war schon sehr intensiv, aber auch es war eine wunderbare Zusammenarbeit mit Hasloch, mit all denen, die da mitgemacht haben, die vielen Ehrenamtlichen auch aus den Blaulichtorganisationen, die uns da unterstützen. Von daher war das eine schöne und wirklich gute Zusammenarbeit. Herr Bungert, der landesweite Ehrenamtstag ist ja jedes Jahr in einer anderen Kommune in Rheinland-Pfalz und dieses Jahr in Hasloch. Und jede Kommune bringt natürlich auch unterschiedliche Voraussetzungen mit sich. Durch welche welche Herausforderungen ergeben sich dadurch bei Ihnen? Das ist richtig. Man muss sich natürlich den Gegebenheiten anpassen. Wir haben ja unseren Marktplatz Ehrenamt mit den Ständen, wir haben eine Blaulichtmeile, wir haben eine Sportmeile, wir haben 2 Bühnen. Das muss ja irgendwo in die Stadt oder in den Ort passen. Das war hier in Hasloch relativ einfach, weil wir haben wirklich hier schöne Plätze, die zentral sind und wir einen schönen Rundlauf machen können. Man muss sich aber auch ein bisschen anpassen, was findet man vor Ort in der ehrenamtlichen Landschaft. Also Hasloch beispielsweise mit 120 Vereine, das ist ja wirklich eine Wucht. Ja. Und da ist man schon fast in der Situation zu bremsen, weil man ja nicht jedem die Möglichkeit geben kann, sich darzustellen. Aber ich glaube, wir haben dann ein gesundes Mittelmaß gefunden. Ja. Herr Bungert, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Und trotz Ihres vollen Zeitkalenders haben Sie sich trotzdem noch mal ein bisschen Zeit für uns genommen. Ich wünsche Ihnen noch einen ruhigen Tag und ich drücke Ihnen die Daumen, dass alles gut läuft. Ja, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit wechselndem Austragungsort ist natürlich eine Herausforderung für das Planungsteam. Wir bleiben bei der Staatskanzlei. Um zivilgesellschaftliche Organisationen auf ihrem Weg in die Digitalisierung zu unterstützen, hat die Landesregierung das Projekt Digital in die Zukunft ins Leben gerufen. Kooperationspartner sind medienundbildung.com sowie die offenen Kanäle im Land. Nico Götz hat sich vorhin mit Markus Horn über das Projekt informiert. Bei mir ist im Studio jetzt der Markus Horn von medienplusbildung.com. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Medienplusbildung.com ist eine Tochter der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Was genau sind denn eure Aufgaben? Wir vermitteln Medienkompetenz. Also wurden gegründet, um in Ganztagsschulen Medien-AGs zu machen, egal ob Fernsehen, Video, Radio, was auch immer. Und haben jetzt verschiedene Projekte am Laufen, also Medienkompetenzprojekte, egal ob mit den ganz Kleinen angefangen, frühkindliche Medienbildung. Wir schulen quasi Erzieherinnen in Kitas, dass die mit dem Tablet, mit den Kids was machen, bis hin zu Erwachsenen, das Projekt, das ich leite. Aber wir haben noch also Medienbund, Democracy Gym, das sind so Großprojekte, die wir haben. Also man soll den Demokratiemuskeln stärken, weil Demokratiekompetenz ist auch Medienkompetenz. Ja. Also Projekte unterschiedlicher Couleur, die wir quasi verantworten. Heute präsentierst du das Projekt Digital in die Zukunft. Was genau steckt dahinter? Digital in die Zukunft wurde von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Leitstelle Ehrenamt, und gegründet und von Medienbildung.com quasi durchgeführt. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen mit Online-Seminaren, haben einen digitalen Werkzeugkasten gebaut, wo digitale Tools quasi vorgestellt werden. Wir wollen Vereine, Ehrenamtliche digitalisieren, zivilgesellschaftliche Organisationen auf ihrem Weg im Alltag begleiten, alles leichter machen, das Digitale in den Vordergrund gestellt. Und die Online-Seminare sind quasi ein Baustein, genauso wie der digitale Werkzeugkasten mit den Tools. Man kann die Online-Seminare buchen und ganz neu haben wir jetzt die Technik, die man sogar kostenlos ausleihen kann, an 15 Standorten in Rheinland-Pfalz. Ach, sehr schön. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein interessierter Bürger bin oder eine interessierte Bürgerin, welche Schulungsangebote würdest du interessierten Bürgern empfehlen? Also da gibt es quasi donnerstags 14-täglich
unsere Online-Seminare zu aktuellen Vereinsthemen. Kostenlos, niederschwellig, man muss nur auf den Link klicken und schon ist man dabei. Aktuelle Vereinsthemen, alles, was man sich vorstellen kann, zum Thema Datenschutz, wie man neue Mitglieder gewinnt im Verein, alles das ist immer donnerstags. Dann gibt es die Fortbildung natürlich. Wir verleihen Tablets, wir verleihen Streaming-Technik. Und diese gibt es in Online-Angeboten und in Fortbildungen in Präsenz. Mhm. Auch hier im schönen Standort in offener Kanal in Hasloch. Zwei Streaming-Fortbildungen, wo man die Streaming-Technik kennenlernt. Und wie gesagt, in den Online-Seminaren dann die Tablets, wo man die Tablets wirklich für Anfänger kennenlernt, was man damit machen kann. Fotos, Social-Media-Content, Basteln, Videoschnitt, alles das, was ein Verein mehr ins Digitale führen kann. Okay, aber jetzt mal ein bisschen was zu dir. Welche Technik hast du heute dabei? Also wir haben am Stand alles präsentiert, die komplette Streaming-Technik. Wir haben ja Acer Mini, das ist ein Bildmischer mit Monitor, Laptop verbunden, mit einer hochwertigen 4K-Kamera, die auch überall hier im Studio genutzt wird und draußen. Das ist Verleihtechnik plus Tablet, weil wir haben so ein Streaming-Set aufgebaut, wo die Tablets mit im Streaming mitgelernt werden, da man die natürlich auch multimedial nutzen kann. Das heißt, die Vereine können dann auch Fotos machen, wirklich Social-Media-Content gleich auf ihre Homepage setzen oder gleich auf Social-Media setzen. Und das präsentieren wir draußen. Man kann sich auch gleich für unsere Kurse anmelden. Der Link ist draußen auch frei. Ich freue mich auf ganz viele Besucher. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir noch sehr viel interessante Gespräche und einen schönen Tag. Herzlichen Dank. Als nächstes geben uns Fabienne Bollinger, Andreas Brunner und Stefan Keller einen Einblick in den Haslocher Weltladen. Guten Morgen. Morgen. Wir sind jetzt bei meinem Weltladen. Würden Sie sich bitte einfach gerade mal kurz vorstellen, was da eine Weltladen so ausmacht? Also mein Name ist Norbert Heine, ich bin der Vorsitzende der ökumenischen Initiative Eine Welt Hasloch e.V. Und wir haben uns vor 17 Jahren gegründet mit dem Ziel, einen Weltladen in Hasloch einzurichten. Mit dem Weltladen wollen wir bewirken, dass den Menschen in der sogenannten Dritten Welt, also im globalen Süden, gerechte Preise, gerechte Löhne für ihre Arbeit bezahlt werden. Wir bieten deshalb in unserem Weltladen die üblichen sogenannten Kolonialwaren an. Das sind Kaffee, Tee, Kakao, Honig, Schokolade und auch kunsthandwerkliche Gegenstände. Mit unserem Weltladen und unserem Engagement wollen wir wie 900 andere Weltläden in der Bundesrepublik helfen, den Menschen im globalen Süden einen gerechten Lohn und faire Arbeitsverhältnisse zu verschaffen. Wir haben uns vor den 17 Jahren schon zusammengetan in einem Aktionskreis und haben hauptsächlich in den Kirchengemeinden, später dann auch auf dem Wochenmarkt unsere Waren zum Kauf angeboten und haben dann die Erfahrung gemacht, dass sich die Einrichtung eines Weltladens in Hasloch lohnen könnte. Mit unserem Engagement versuchen wir auch unsere Umwelt neben unseren Vereinsmitgliedern zu sensibilisieren für die Problematik des Welthandels, der ja nicht immer gerecht ist und zum Nutzen der Kleinbauern und Kleinhandwerker im globalen Süden beiträgt. Und so hoffen wir eben, dass sich auch da ein Bewusstseinswandel in der Bevölkerung breit macht. Ja, der Weltladen steht für faire Preise. Damit es fair zugeht, dafür engagiert sich auch Queernet Rheinland-Pfalz. Mein Kollege Nico Götz hat sich heute Morgen informiert. Ich bin hier im Studio mit Frau Hogen. Frau Hogen ist Regionaldirektorin Pfalz des Projektes Familienvielfalt bei Queernet Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, an dem stressigen Tag beim landesweiten Ehrenamtstag in Hasloch, dass Sie trotz allem die Zeit dafür gefunden haben. Frau Hogen, könnten Sie unseren Zuschauern mal erklären, was ist Queernet und was sind so die Aufgaben von Queernet? Queernet ist ein Verein, der ist rheinland-pfalzweit tätig und es ist ein Netzwerk, unter dem sich verschiedene Gruppen und Initiativen, die sich mit queeren Themen beschäftigen, bündeln. Und wir
sind hier heute hier mit zwei Projekten, die unter dem Dach von Queernet stattfinden. Es gibt viele verschiedene Projekte, die es bei Queernet gibt, und wir sind heute da mit dem Projekt Familienvielfalt und mit dem Projekt Lesbische Sichtbarkeit. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, und ich denke, dass es auch ein sehr wichtiges Thema ist. Was hat Sie denn heute bewogen zu sagen, wir machen heute hier beim Ehrenamtstag auch einen Stand? Uns ist es wichtig, unsere Arbeit auch nach außen zu präsentieren und für Sichtbarkeit zu sorgen. Deswegen möchten wir einfach mit Menschen heute ins Gespräch kommen und möchten die verschiedenen Projekte und unsere Arbeit vorstellen und präsentieren. Okay. Könnten Sie vielleicht auch mal so ein bisschen erklären, was gibt es momentan für aktuelle Projekte, die momentan so im Laufen sind? Weil ich denke, Queernet sagt vielleicht dem einen oder anderen was, auch worum es da geht, aber was gibt es konkret momentan für Projekte? Wir bieten beispielsweise im Projekt Familienvielfalt Rheinland-Pfalz-weit Fortbildungen auch an, in der Region Pfalz ebenso. Und wir bieten einrichtungsübergreifende Fortbildungen an, zu denen sich alle Menschen, die Interesse haben, anmelden können. Und wir beschäftigen uns beispielsweise mit den Themen Jugend und Coming Out, also wie können queere Jugendliche im Coming Out unterstützt werden. Wir beschäftigen uns aber auch mit dem Thema Regenbogenfamilien und beispielsweise im Netzwerk Lesbische Sichtbarkeit auch mit dem Thema Gründung von Regenbogenfamilien. Wir versuchen einfach im ganzen Jahr unsere ganzen Themen zu bearbeiten und auch für die gesamte Bevölkerung sichtbar zu machen und einfach auch für alle sichtbar zu machen, wie wichtig diese Themen für alle sind. Denn im Grunde geht es mit dieser Information, die sich an alle richtet, auch um Antidiskriminierung und für die Akzeptanz von queeren Lebensweisen. Hm. Also ich sehe schon, Sie haben einen relativ vollen Terminkalender wahrscheinlich. Was sind denn jetzt mal, dass wir so einen kleinen Einblick bekommen, so Ihre nächsten Termine? Die nächsten Termine: Wir werden nächsten Samstag am CSD in Bad Kreuznach wieder mit einem Infostand vertreten sein. Auch hier freuen wir uns über viele Interessierte, die vorbeikommen, sich Infomaterialien abholen und auch ins Gespräch gehen. Und dann haben wir weitere Fortbildungen, die ich Ihnen jetzt im Detail nicht sagen kann, aber wir haben einen informativen Flyer bei uns am Stand liegen, wo alle Termine gelistet sind, die sich Menschen gerne abholen können. Sehr schön. Sie haben uns ja schon so einen kleinen Einblick gegeben. Was würden Sie jetzt aber trotzdem sagen, was liegt Ihnen bei dem Projekt oder bei der Institution, wenn ich es so nennen kann, Queernet, so am meisten am Herzen? Am meisten liegt uns am Herzen die gesellschaftliche Akzeptanz von queeren Lebensweisen, weil immer noch mit Diskriminierung zu rechnen ist, wenn beispielsweise ein homosexuelles Paar sich in der Öffentlichkeit zeigt. Und das ist ein Zustand, der natürlich nicht zu akzeptieren ist. Und andererseits haben wir auch noch nicht auf allen Ebenen eine rechtliche Gleichstellung. Auch hier arbeiten wir daran, dass das einfach bekannt wird und dass diese Hürden abgebaut werden, sodass wir alle in einer vielfältigen, bunten Gesellschaft miteinander leben können. Mhm. Frau Hogen, es ist ein sehr, sehr spannendes und interessantes Thema. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Ja, das war ein Einblick in die Arbeit von Queernet. Andreas Brunner und Stefan Keller waren heute bei der Bühne der Staatskanzlei und haben das dortige Programm für Sie zusammengefasst. Wir sind jetzt bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Der Herr Krüger steht neben mir. Guten Tag auf dem Ehrenamtstag in Hasloch 2023. Wir freuen uns hier als Energieagentur Rheinland-Pfalz einen Stand zu haben. Die Energieagentur Rheinland-Pfalz ist hauptsächlich für Kommunen unterwegs und Kreise. Wir in dem Moment aber auch für ehrenamtliche Klimaschutzpaten. Deswegen das Projekt KLICKS, Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten. Wir versuchen in der Ortsgemeinde das ehrenamtliche Engagement zu fördern, von Biodiversität hin zu gutes Essen in Kitas, Sanierung von Kita-Gebäuden und ähnliches in der Ortsgemeinde zusammen mit den Räten. Wir freuen uns auch sehr, dass heute ein Klimaschutzpate zum Ehrenamtspreis nominiert wurde 2023, Winfried Morgen, der durch seine Biodiversitätsgeschichten und Obst sehr auffällt in den Bereichen. Freuen wir uns, dass er nominiert wurde und das ehrenamtliche Engagement gerade im Klimaschutz weiter zunimmt. Wir freuen uns da heute Abend, den Tag über hier zu sein. Vielen lieben Dank. Ja, und bevor wir nun zum Ende unserer heutigen Sendung kommen, lassen wir noch einmal die Besucherinnen und Besucher zu Wort kommen. Matthias Merkler hat dies zusammengefasst. Ich bin ehrenamtlich aktiv geworden, weil ich gerne mit Menschen zusammen bin und Menschen in extremen Ausnahmesituationen oder Lebenssituationen mit meinem Hund, der sich super dafür eignet, helfen wollte. Ich bin die Christiane und bin seit über 20 Jahren schon in der tiergestützten Therapie.
weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht und ich die Möglichkeit mit meinem Hund habe. Genau, ich bin die Christiane Binke und bin seit kurzem im Verein Mensch und Tier in Maxdorf. Und ich bin eigentlich durch Zufall über meinen Hund da reingeraten. Und ich bin total froh, dass ich da gelandet bin. Ich finde, es ist ein toller Verein und sowohl der Rio als auch ich profitieren total von den Menschen und den Tieren, die da sind. Ja, kann ich jedem nur empfehlen, kommen Sie auch. Ich bin ehrenamtlich tätig, weil ich tolle Leute kennenlerne, weil das einfach Sinn macht, weil ich damit sinnvoll meine Freizeit verbringe und in der Welt und für die Welt und für die Region vor allen Dingen was bewege. Anja Lotschütz, heute hier für die Metropolregion Rhein-Neckar. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei dem Stand vom Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz. Ich arbeite ehrenamtlich in anderen Kontexten, weil ich mich für eine global gerechte Welt engagiere und das auch mit viel Freude und Begeisterung mache und auch andere Menschen dafür begeistern möchte. Warum ich im Ehrenamt tätig bin? Wenn ich es nicht mache, wer macht es sonst? Also wenn man eine Not sieht oder eine Möglichkeit sieht, irgendwas zu tun, dann sollte man nicht warten, dass andere das tun. Dann sollte man selber aktiv werden. Das finde ich wichtig. Ich bin Georg Speck aus Ingelheim. Sich ehrenamtlich zu engagieren ist, würde ich sagen, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, Demokratie wirklich zu leben. Ehrenamtliches Engagement gehört zu einer stabilen Zivilgesellschaft dazu und das braucht man einfach, damit möglichst viele Interessen, die vertreten, Interessen, die es so gibt, in der Gesellschaft vertreten werden. Ich bin in einem autoritären Staat aufgewachsen, wo es keine Zivilgesellschaft gab, keine Vereine und kein ehrenamtliches Engagement. Ich weiß, wie das ist, wenn man das nicht hat, was hier so selbstverständlich ist. Es sollte sehr viel mehr wertgeschätzt werden, dass man hier die Möglichkeit hat, sich ehrenamtlich zu engagieren. Hedwig Totschmitz, Humanistische Vereinigung Rheinland-Pfalz-Saarland. Die Arbeit, die unser Verein macht, ist ohne Ehrenamtliche überhaupt nicht möglich. Quasi 100% wird ehrenamtlich gemacht, der Naturschutz, die Forschung, das Schreiben unserer ganzen Materialien. Die Umwelt- und Öffentlichkeitsarbeit wird ausschließlich durch Ehrenamtliche geleistet. Von daher, ohne das Ehrenamt gäbe es uns überhaupt nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir ehrenamtliche Leute haben, die mitmachen. Ja, insgesamt eine positive Bilanz, auch für uns. Wir hoffen, Ihnen hat unser Einblick in den heutigen Ehrenamtstag in Hasloch gefallen. Und nun bleibt mir nur noch Danke zu sagen an allen, die an dieser Sendung mitgewirkt haben. Mehr als 20 Aktive haben Material gedreht, Beiträge geschnitten, vertont oder diese Live-Sendung realisiert. Live vom Ehrenamtstag 2023 in Hasloch. Bis zum nächsten Mal im Fernsehen für die Region. We'll be right back.